Hier geht doch schon wieder was. Hier geht doch schon wieder was. Das sehe ich doch. Das Gute ist überhaupt nicht gestellt, ne? Das gefällt mir immer so gut. Das ist überhaupt nicht gestellt. Was machst du denn da? Ich schneide aus einem Präser, dem Kernstück des Nackens, Steaks vom Iberico-Schwein. Das wollen wir jetzt schon mal marinieren. So in 2-3 Stunden fangen wir an, das Video dazu zu drehen. Und ja, jetzt wird es erstmal mariniert, damit wir dann gleich auch wirklich leckeres mariniertes Fleisch haben. So, und wie marinierst du das jetzt? Mache ich hier drin. Guckt euch bitte mal an, wie liebevoll er das aufgebaut hat. Ne? Eine Handwaschpaste hat er sich hingestellt. Wie zu Hause. Das ist ja wie zu Hause eigentlich. Das ist mein zweites Zuhause, ja. So, schwarzer Knobi. Hashtag schwarzer Knobi. Wir machen quasi bessere Nackensteaks. Der Präser hat schön viel Fett, aber eben nicht diese Knorpel. Und von daher, ja, Nackensteaks 2.0, sage ich mal. Es riecht jetzt schon geil. Ich glaube, das reicht auch dicker Marinade. Die werden Geschmack haben. Das Tolle an so einer Autoküche ist, ja, wir haben auch einen Kühlschrank. Da kommen die jetzt mal rein. So, und jetzt können die 2-3 Stunden marinieren. Jetzt kommt nochmal der Waschtrick hier. Genau. Und dann geht halt gleich richtig los. Nice. Moin, ihr Sizzler, und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute gibt es Präser, Iberico Präser, ein ganz besonderes Stück Fleisch. Und das hole ich erstmal nochmal hier raus. Denn ihr habt es eben schon gesehen, wir haben schon mal ein Stück mariniert. Aber wir haben noch ein zweites Stück und das wollte ich euch nochmal in aller Ruhe zeigen. Denn es ist ein ganz besonderes Stück. Der Präser ist das Kernstück des Schweinenackens. Zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders zart ist und sehr geschmacksintensiv und keine Fettknubbel hat. Ich möchte euch mal die Marmorierung zeigen. In dem Fall hier vom Iberico-Schwein von Don Carne. Liebe Grüße an dieser Stelle auch. Und schaut euch das mal an. Also das nenne ich mal eine richtig geile Fettmarmorierung. Das kann nicht trocken werden, das kann nur schmecken. So viel dazu, den lege ich jetzt aber wieder zur Seite, denn wir haben natürlich was vorbereitet. Ich wasche mir erstmal einmal gerade meine Hände ab hier. Jetzt geht das ja auch mit dem Händewaschen. Jetzt geht das auch mit dem Händewaschen. Ich wollte gerade sagen, das ist das Schöne. Das war ja wichtig. Wir sind umgestiegen, keine Handschuhe mehr anziehen, diese Einmalhandschuhe. Und dann brauchten wir auf kurz oder lang hier draußen nochmal Wasser, um nicht den ganzen Urwald abzuholzen, weil wir dauernd Papier nutzen. Und so funktioniert das ganz hervorragend. So. Und hier sind unsere marinierten Premium-Nackensteaks, keine Fettknubbel, einfach nur leckeres Fleisch. Und ich denke, damit mache ich gleich weiter, aber erstmal geht es hiermit los. Das sind Ofenkartoffeln. In dem Fall haben wir die schon vorgekocht, die sind praktisch schon fertig, aber wieder abgekühlt. Und die haben wir jetzt in Alufolie eingepackt, wie man das kennt. Klassisches Grillen, Nackensteaks, ein ganz klassisches Ding. Deswegen auch klassisch mit Holzkohle. Keine Briketts, nur Holzkohle. Und die Ofenkartoffeln lege ich jetzt auch nicht direkt in die Glut, sondern einfach nur daneben, dass die warm werden. Ich zeige das mal, das sieht man hier, wo meine Hand sich bewegt, ist das Glutbett. Und hier rechts habe ich gar keine Glut, da ist quasi der indirekte Bereich. Und jetzt nehme ich mir mal so eine Zange zur Hilfe, klappe mir meine Seite hoch und schmeiße die Kollegen einfach schon mal hier so neben. Ich könnte die jetzt übrigens auch oben auf dem Rost einfach legen. Ich könnte die auch hier oben hinlegen, wäre auch nicht schlimm. Aber ich lege sie jetzt mal nach unten, einfach nur um zu zeigen, so verschwenden wir keinen Platz, weil den Kartoffeln ist das herzlich egal, wo sie liegen. Sie sollen einfach nur warm werden. Und jetzt habe ich immer noch die gesamte Grillfläche praktisch frei und kann Nackensteaks grillen wie ein Hammerkranker, kann die auch indirekt legen, wie ich möchte, weil ob auf die Alufolie ein bisschen Fett tropft oder nicht, ist auch egal. Von daher passt das so. Und im nächsten Schritt können wir die Nackensteaks grillen, beziehungsweise unsere Iberico Präser Nackensteaks. Aber bevor wir das machen, nehme ich mir hier noch mal ein bisschen Küchentuch jetzt zur Hand und tupfe die ein bisschen ab, denn da ist jetzt sehr, sehr viel Marinade dran und die würde in dem Maße einfach nur zu stark verbrennen. Gerade so die gröberen Bestandteile. Wir sehen, wir haben hier schwarzer Knobi benutzt und da sind eben so ja Knoblauchstücke, fermentierter Knoblauch unter anderem mit drin. Und die wollen wir so ein Stückchen abmachen, einfach ein bisschen abtupfen. Auch ein bisschen von dem Fett wieder runternehmen, von dem Öl, das wir gleich nicht komplett Inferno im Grill haben. Und das mache ich jetzt erstmal mit allen Steaks hier fertig. Es riecht übrigens ziemlich geil, ne, muss ich sagen. Ja, ich
Es riecht, warte, dieses Geil rutscht mir jedes Mal. Aber wieder, ne? Julian, es wurde in den Kommentaren, ich habe dich zwar immer ermahnt, dass du doch auch lecker sagen kannst. Ich selber sage übrigens genauso oft geil, ist mir dann mal aufgefallen. Fakt ist, in den Kommentaren haben sehr, sehr, sehr viele unserer Zuschauer geschrieben, lasst euch doch nicht beeinflussen, nutzt doch die Worte, die ihr nun mal nutzt. Es soll ja auch authentisch bleiben und wir sagen relativ häufig das Wort geil, von daher sollten wir vielleicht auch dabei bleiben. Aber ich kann euch versichern, ich meine, theoretisch, ihr könnt ja mal, nee, das kann ich nicht, aber wenn ihr jetzt hier wäret, ja, wäret, dann würdet ihr genau dasselbe sagen. Das Gleiche? Auch ein Problem von mir, ich weiß nicht, was dasselbe oder das Gleiche. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ihr wärt derselben Meinung wie wir. Ja. Oder der gleichen Meinung wie wir. Der gleichen Meinung. Dass es halt so auch immer geil ist. Stelle ich nochmal gerade unseren anderen. Oh, Unterhosenalarm, Achtung. Macht nichts, das sind die Leute auch schon gewöhnt bei mir. Das ist auch ein Standardfehler von mir. Achso, hier ist noch ein kleines Stück. So, jetzt kann gegrillt werden, fertig abgetupft. Wie gesagt, man muss da jetzt keine Atomphysik draus machen. Es geht nur darum, ein bisschen Marinade runterzunehmen. Fettbrand werden wir so oder so ein bisschen haben, das ist aber alles nicht wild. Und ein Teil der Marinaden, der chromen Bestandteile, werden auch so leicht verbrennen. Aber da machen wir jetzt auch mal keinen großen Hehl draus. Das wird am Ende schmecken, denke ich. Und hier ist auf jeden Fall knacke heiß. Und jetzt nehme ich mir mal die Steaks und lege die einfach schön in den direkten Bereich. Oh. Wenn ich eins mag, dann ist es dieses zischende Geräusch. Dann weiß ich, der Grill ist wirklich heiß. Übrigens, ein Gussrost ist hier drin. Geh mal rein. Ja, geh mal, komm doch mal. Sag mal hallo. Hallo. So. Wir haben hier einen Gussrost drin in dem Kugelgrill und ich persönlich finde Guss gerade zum Angrillen extrem gut, weil Guss einfach viel mehr Wärme aufnimmt, speichert und richtig schön abgibt an unser Fleisch und die Brandings tendenziell schöner werden. Gucken wir mal. Oh ja, guck mal. Gerade aufgelegt. Branding ist fertig. Also, wenn Guss richtig warm ist, dann funktioniert das hier nahezu wie auf einer Sizzle Zone. Das geht wirklich in Sekundenschnelle und hammermäßige Brandings. Hier ist tatsächlich auch nichts Verbranntes bei. Hier ist einfach nur eine schöne braune Farbe. Mega. Übrigens gerade doof mit der Sonne, stelle ich fest. Nee, ich film da jetzt nicht mehr rein. Ich mache das dann nochmal einen richtig schönen Shot, habe ich mir gerade überlegt. Ja, machen wir auch. Das können wir auch jetzt machen, mal kurz unterbrechen, denn es dauert jetzt einen Moment. Ich grill die jetzt von beiden Seiten schön an, lege sie dann noch in indirekten Bereichen, dann machen wir noch gemeinsam Dip dazu und jetzt kann Julian erstmal ein paar schöne Bilder ziehen. Machen wir so? Ja, machen wir so. Machen wir so. Während die Nackensteaks jetzt vor sich hin schlummern, fangen wir an und bereiten schon mal unseren Dip zu. Dafür nehmen wir hier einfach so einen Becher Creme Fraiche. Jetzt muss ich den erstmal hier, wie mache ich denn das mit dem Löffel? Ja, tendenziell. Gibt übrigens einen Trick, man kann bei so Geschichten theoretisch auch hier hinten ein Loch reinstechen und sobald da Luft ran kann, löst sich der Unterdruck und dann ploppt das in aller Regel so als in Becherform quasi raus. Aber soll uns jetzt erstmal egal sein. Jetzt habe ich hier noch Schmand. Schmand ist auch immer gut. Wir machen so einen Kräutertipp, sage ich mal. So, ja, à la Sour Cream, aber irgendwie auch nicht. Sour Cream haben wir übrigens schon mal gemacht. Das können wir euch mal hier oben irgendwo verlinken. Und Säure brauchen wir in dem Fall nicht mehr, denn Schmand und Creme Fraiche haben genug Säure. Im Gegenteil, ich muss wahrscheinlich ein bisschen kontern. Dafür habe ich hier schon Zucker bereitgestellt, um dann das Ganze nicht ganz so sauer zu haben. Und jetzt das Besondere bei dem Kräuterdip ist, es kommen auch ein paar frische Kräuter ran, aber in erster Linie nehmen wir unser Hashtag Fisch, denn unser Hashtag Fischgewürz muss mal wieder in den Vordergrund, es wird nämlich leicht missverstanden, liegt natürlich auch daran, dass wir es Hashtag Fisch genannt haben. Viele Leute mal sagen, ah, Fisch esse ich nicht so gern, kaufe ich erstmal nicht. Wir können euch sagen, wir nutzen es schon seit jeher für genau so Geschichten sehr gerne, nämlich Kräuter, Quarks, Dips, wie auch immer. Denn hier sind ganz viele tolle Kräuter drin, Rosmarin, Thymian, Dill etc. pp. Und da kann ich wunderbar meinen Quark mit würzen. Wenn das dann noch ein bisschen zieht, dann werden diese getrockneten Kräuter auch ein bisschen weicher. Und ein bisschen frische Kräuter kommen auch noch mit rein. Die muss ich mir mal kurz zurechtlegen und nur so fein einmal drüber hacken. Darf ich mir nicht in den Pfoten schneiden? Doch, darfst du. So ein bisschen mehr für Entertainment könntest du mir in den Pfoten schneiden, nee, jetzt. Übrigens, wer jetzt Bock hat, sich
Hashtag Fisch oder auch irgendein anderes Gewürz zu bestellen bei Ankerkraut, der findet in unserer Infobox einen Code Sizzler19 und damit kriegt ihr Rabatte. Sizzler 2019, muss ich dich leider korrigieren. Sizzler 2019, okay. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox, beziehungsweise der Code, und da findet ihr auch alle Infos dazu. So kann ich hier nämlich nichts Falsches sagen. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, es lohnt sich. Und jetzt packe ich hier noch die frischen Kräuter mit rein. Zack, so, dann sieht das schon mal ganz nett aus. Und jetzt packe ich hier pauschal schon mal, ich würde mal sagen, so 1,5 Teelöffel Zucker können schon mal rein. Und gegebenenfalls mache ich gleich noch ein bisschen Salz extra rein, denn Hashtag Fisch hat nicht ganz so viel Salzanteil. Das bewusst so, weil wir bei Fisch, wenn wir es denn für Fisch nehmen, in aller Regel nicht ganz so stark und kräftig salzen, wie zum Beispiel bei Schwein oder bei Rindfleisch. So ein bisschen mache ich noch rein, das ist mir noch zu wenig. Zack. So. Und jetzt sieht das im Prinzip schon nach einem Kräuterdip aus. Das waren bislang 3 Handgriffe, 4 Zutaten. Frische Kräuter war übrigens Petersilie, krause Petersilie und ein bisschen Schnittlauch. Das Hashtag Fischgewürz und ein bisschen Zucker. Und bevor ich hier jetzt irgendwas zu sage. Ganz ein bisschen Zucker will ich ranmachen. Ein bisschen Salz mache ich gleich auf jeden Fall noch an. Aber es schmeckt schon sehr, sehr, sehr lecker nach frischen Kräutern. Einfach nach einem schönen Kräuterdip. So. Kann ich auch mal probieren. Kräuterdip lasse ich ziehen. Hier, komm, du kriegst auch. Piek mal mit deinem Finger rein. Du hast so schöne Finger. Nee, warte jetzt. Ich mache das mal so wie Alex. Achtung, jetzt kommt die Kamera so. Alex wird es perfekt machen. Das sieht man jetzt übrigens nicht mehr, Julian, was du da machst. Das ist aber lecker, Johannes. Fehlt noch ein bisschen Salz, ne? Bitte. Würde ich auch sagen. Salz holen wir gleich, machen wir gleich ran. Ich schau mal gerade nach unseren Nackensteaks. Übrigens, damit ihr nicht meckert, ne? Ich habe jetzt meinen Löffel da einfach wieder reingesteckt. Das liegt aber daran, dass Hannes und ich das abkönnen. Wir sind hier unter uns. Wir machen zum Glück hier nichts für Gastro oder ähnliches. Keine Ahnung, ich könnte auch meine ungewaschenen Finger reinstecken. Das würde uns jetzt erstmal nicht stören. So, Nackensteaks. So bei 65 Grad sind die durchgebraten. Wir wollen die so bei 62 rausnehmen. Also die dürfen noch ein ganz klein bisschen Leben haben. Ich merke schon alleine vom Gefühl, dass die noch nicht so weit sind. Ich messe sie mal gerade. Ui, heiß, heiß, heiß. Hui. Oh, guck mal, 55 Grad. Also wir sind auf einem guten Weg. Den Grill habe ich übrigens jetzt einfach zugeregelt oben, so fast ganz zu. Der läuft jetzt trotzdem noch bei 250 Grad, weil die Kohle einfach so heiß ist. Das macht nichts. Die Nackensteaks bleiben sehr zart und es ist auch kein Rindfleisch, wo wir tunlichst darauf achten sollten, eher bei niedriger Temperatur zu garen, dass wir eben diesen Bratenrand nicht so groß machen, nicht so breit machen. Das ist bei Schweinen nicht so entscheidend. Von daher kann man so ruhig arbeiten, das funktioniert. Es ist tendenziell ein bisschen zu heiß jetzt, aber wir kriegen es in der kurzen Zeit einfach nicht runter. Gut, wir warten jetzt nochmal kurz ab, bis die fertig sind. Dann nehmen wir die hier runter, nehmen die Kartoffeln mit runter, die sind dann auch warm, richten nochmal schön an und dann probieren wir gemeinsam und dann, Julian, dann darfst du auch, ja? Yes, dann darauf fahre ich die ganze herkommen. Zeit. Jawohl. Also, geht sofort weiter. Die Steaks sind fertig und immer dann, wenn es das Essen gibt, dann komme ich wieder ins Spiel. Das so heißt, ist das. Nimm noch mal eins runter und dann würde ich sagen, ich schneide ich das jetzt hier mal. Nimm einfach mal alle runter, Julian. Ja. Weil die garen sonst alle immer weiter und weiter und weiter. Wir haben euch ja gesagt, Nackensteak, das ist. Nackensteak 2.0 sozusagen. Die neue Generation von Nackensteaks. Und die schneide ich jetzt hier gleich schön an. Und dann werfen wir mal einen Blick rein. Also man kann das hier, glaube ich, ganz gut erkennen hier. Oder Corby sagt, du machst es drauf. Was meinst du? Hier ist saftig, also hier ist schön ohne Ende saftig. Ich hole dir auch direkt mal eine Ofenkartoffel, ja? Ja. Die sind nämlich, und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, die ist jetzt hier komplett voll getropft mit Fett, macht aber überhaupt nichts, weil das ist nur an der Alufolie. Und selbst wenn uns dieses Fett jetzt auf die Kartoffel getropft wäre, wäre das alles andere als ärgerlich. Das wäre eher ein Feature als ein Fehler. Als ein Future. Als ein Fehler natürlich. Wo hast du denn das schon wieder aufgeschnappt? Keine Ahnung, irgendwo habe ich das mal gehört. Bei Klaus.
Kann sein. Da sagt er mal, das ist ein Feature, kein Fehler. Nee. Future. Ach, was weiß ich. Komm, mach los, ja. Das ist der Hunger. Der Moment, wenn du mit Halbwissen anfängst zu erzählen. Gut, ich schneide das Ding jetzt an. Also hier gibt es ja auch einen Faserverlauf. Den erkenne ich jetzt schon fast gar nicht mehr. Aber ich sehe, dass er hier so runterläuft. Das heißt, wenn ich jetzt so runterschneide, dann schneide ich gegen die Faser. Und dann wird das Fleisch auch schön zart im Mund. Das Mundgefühl wird besser. Und so leicht schräg anschneiden ist auch immer nicht so schlecht. Dann guck dir das an. Schön, saftig. Oh, lecker, lecker, lecker. Farbe noch das Fleisch, so soll es sein. Ich bereite hier schon mal so einen Teller vor. Schön mit unserer Creme. Die Creme habe ich übrigens noch gesalzen. Ich habe so ungefähr, ich würde sagen, einen Teelöffel Salz reingemacht, circa. So? Ja, das war eigentlich für die Kartoffel gedacht, aber so ist auch okay, sag ich mal. Okay, warte. Jetzt wie in so einem Steak. Schön angerichtet kann man das bei uns auf dem Blog, wo auch übrigens das Rezept niedergeschrieben ist, nochmal angucken. Weil der gute Corby hat eben schon ein Bild gemacht von dem Ganzen, das Ganze in schön einmal angerichtet. So, die ist richtig heiß, die Kartoffel. Oh ja, die hat richtig Feuer. Oh, jetzt kann ich ja in Zukunft einfach so machen. Man hätte natürlich jetzt auch die Alufolie schon mal entfernen können, aber naja. Wir sind heute mal nicht so. Gut, also ich habe jetzt, hab jetzt richtig Hunger. Es schmeckt schon schön knoblauchig hier. Was soll ich sagen? Alter, gib mich das noch mal kurz. Das Ding trieft. Was ist denn das für eine Frechheit? So buttrig auch, ne? Ja, durch das intramuskuläre Fett. Also wenn ihr die Chance habt, da ranzukommen an so ein Stück Fleisch, machen. Unbedingt. Theoretisch kann man sich so ein Stück Fleisch, jetzt macht ihr einen Motorentest, naja. Theoretisch kann man sich diesen Präser ja auch aus dem Nacken rausschneiden. Wir beide würden das jetzt nicht auf Anhieb hinkriegen, aber ich glaube beim Rummel zum Beispiel kann man, hier hatten wir auch mal bei uns da Andreas Rummel, Rummel Grill TV, der hat das glaube ich mal gemacht, ne? Und gezeigt. Kann sein, ja. Könnt ihr mal gucken. Das ist auch wieder Halbwissen. Oh, die Kartoffel mit der Creme ist aber auch fantastisch. Ja, sehr gut. Also, nachmachen. Ich glaube, ich habe die Hälfte im Bart hängen. Ja, hast du auch. Ohne zu gucken, warte. Nee, geht, du hast nichts drin, ich hab drin. Krass. Oder? Okay, pass auf. Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn es nicht schon passiert ist. Folgt uns auf iTunes, es gibt mir ja auch einen Podcast. Alter. Und, was fällt noch ein? Schreibt was Nettes in die Kommentare. Das netteste Kommentar gewinnt eine Umarmung. Oder? Ist auch nicht schlecht. Ja, unbedingt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter, ist das geil mit der Kartoffel. Leck mich am Arsch.